Heute stand in der Zeitung ein Artikel über einen Amerikaner namens Timothy Ferris. Der Herr Ferris war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann und er hat 14 Stunden am Tag gearbeitet, 7 Tage die Woche, und hatte natürlich irgendwann einen Nervenzusammenbruch und konnte dann nur noch eine Stunde die Woche Mails beantworten und so weiter, und hat festgestellt, dass das Geschäft besser lief. Und er hat jetzt ein Programm entwickelt, das heißt die 4-Stunden-Woche. Ein Buch geschrieben, das sehr viel Erfolg hat. Und die Message ist also, wir tun so hyperaktiv und so. Und eigentlich käme man 4 Stunden die Woche durch. Sehr verlockend. Ich habe es noch nicht bestellt, aber das ist wirklich, das ist so, was man gerne hört und wo man gerne auch bei Amazon dann vorbeischaut, ob man das nicht vielleicht kaufen könnte. Auch der Buddha hat so eine Art Ratgeber gemacht. Das ist noch nicht die 4-Stunden-Woche, sondern das ist der achtfache Pfad. Und ich werde heute über diesen achtfachen Pfad reden. Und zwar ist das Ziel, dass ihr einfach etwas vertraut werdet mit diesem achtfachen Pfad, beziehungsweise mit der vierten edlen Wahrheit. Es wird etwa eine Stunde dauern. Die Basis der Lehre Buddhas sind die 4 edlen Wahrheiten, die er bereits in der ersten Lehrrede genannt hat. Und die vierte edle Wahrheit, wie gesagt, ist dieser achtfache Pfad, den ich eben manchmal etwas salopp die Bedienungsanleitung Buddhas für das Leben nenne. Es ist nicht ganz wie die Ratgeberliteratur, es macht uns nicht reicher oder schöner, aber es macht uns frei, wenn wir diesen Pfad befolgen. Es ist natürlich auch nicht ein Ratgeber im herkömmlichen Sinn, aber es ist das Nächstgelegene, was wir im buddhistischen Pfad auf dem buddhistischen Weg finden in Sachen Ratgeber. Es sind auch nicht 8 Ratschläge, sondern es sind 8 Übungsfelder. Es sind Gebiete, auf denen wir praktizieren. Ich sage zuerst noch etwas zu den 4 Wahrheiten. Die 4 Wahrheiten Buddhas folgen einem sehr modernen Muster. Die erste Wahrheit ist eine Beschreibung des Ist-Zustands, eine Problembeschreibung. Die zweite Wahrheit ist die Ursachenanalyse. Die dritte Wahrheit beschreibt den Soll-Zustand, das Ziel oder die Lösung. Und die vierte Wahrheit beschreibt die Methode zur Zielerreichung oder den Weg. Die erste Wahrheit ist Zustand oder Problembeschreibung. Die erste Wahrheit besagt, das Problem ist, das Leben vermag uns nie dauerhaft zu befriedigen. Was angenehm ist, geht, was unangenehm ist, kommt. Wir werden alt, krank und sterben. Und eine dauerhafte, anhaltende Befriedigung unserer Wünsche ist nicht möglich. Der Grund dafür, die zweite Wahrheit, die Ursachenanalyse, der Grund für diesen unbefriedigenden Charakter der Existenz ist, was Buddha Durst genannt hat, oder das Anhaften. Wir dürsten nach Angenehmem oder wir dürsten danach, dass Unangenehmes verschwindet. Und das Nicht-Annehmen-Können vom Unangenehmen oder das Nicht-Loslassen-Können vom Angenehmen ist der Grund für dieses Problem, das die erste Wahrheit beschrieben hat. Nun, es gibt aber auch eine Lösung, die beschreibt Buddha in der dritten Wahrheit, der Soll-Zustand oder das Ziel. Das ist, dass das Erlöschen dieses Durstes, das Aufhören des Anhaftens und man könnte sagen Freiheit. Buddha nennt es Nibbana oder manchmal auch Erwachen. Wie kommt man dahin? Wie erreicht man dieses Ziel? Darüber werde ich heute sprechen. Das ist
Der Weg zum Ziel, die Methode, das ist der achtfache Pfad. Und der achtfache Pfad ist gegliedert in drei Bereiche. Ein Bereich bezieht sich auf das ethische Verhalten. Ein Bereich bezieht sich auf Sammlung oder Meditation. Und ein Bereich bezieht sich auf Weisheit oder Einsicht. Buddha hat zu jeder dieser vier Wahrheiten eine Anleitung gegeben. Der Ist-Zustand, also die Tatsache, dass die Existenz ohne dauerhafte Befriedigung ist, das hat er gesagt, diese Tatsache ist zu verstehen. Da hat er die Anweisung ist Verständnis, da geht es darum, es zu verstehen. Bei der zweiten Wahrheit, der Grund dafür, das Anhaften, der Durst, das Anhaften ist aufzugeben. Die dritte Wahrheit, das Ziel, Nibbana, das soll direkt erfahren werden. Und die vierte Wahrheit, die Methode, der Weg zur Zielerreichung, dieser achtfache Pfad, der ist zu kultivieren und zu pflegen. Also das ist eine klare Handlungsanweisung, wir müssen diesen achtfachen Pfad pflegen. Und was ist zu pflegen? Eben diese drei Bereiche, das ethische Verhalten, die meditative Praxis und die Weisheit. Die drei Bereiche, die sind wiederum in zwei bzw. drei Teile unterteilt und das gibt gesamthaft acht Kategorien. Der Bereich Einsicht ist in zwei Glieder geteilt, rechte Ansicht und rechte Absicht. Der Bereich der Ethik ist in drei Pfadglieder unterteilt, rechte Rede, rechte Handlung und rechter Lebenserwerb. Und der Bereich der meditativen Praxis ist ebenfalls in drei Glieder unterteilt, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Die Reihenfolge der Bereiche ist im achtfachen Pfad umgekehrt, als wir sonst üblicherweise, wie sie sonst ist, die Reihenfolge. Normalerweise hat man die Reihenfolge ethisches Verhalten, Meditation und Weisheit. Und beim achtfachen Pfad fängt man mit den zwei Pfadgliedern der Weisheit an. Das ist darin begründet, das ist eigentlich sowohl Voraussetzung wie Resultat. Also es braucht eine gewisse Einsicht, eine gewisse Weisheit, um überhaupt sich mit diesem Pfad auseinanderzusetzen. Gleichzeitig ist die vollständige Erkenntnis oder Weisheit erst bei der vollständigen Verwirklichung zu erlangen und in dem Sinne erst das letzte Resultat. Ein zweiter Grund ist, es ist wichtig zu sehen, dass dieser achtfache Pfad nicht eine Abfolge im Sinne eines Kochrezepts ist. Es geht nicht darum zu sagen, also ich nehme mal 100 Gramm Butter, dann ein paar Eier, gut umrühren, Stunde kalt stellen, dann in den Ofen, 200 Grad. Oder es ist wirklich wichtig zu sehen, dass es darum geht, diese Pfadglieder parallel zu entwickeln und nicht ein Nacheinander, eine Abfolge, die einfach stur einen Schritt nach dem anderen geht. Und deswegen ist es in dem Sinne ist es auch nicht wichtig, dass die Einsicht oder die weisheitsbezogenen Pfadglieder gerade am Anfang sind, sondern weil es eben darum geht, all diese acht auch parallel zu entwickeln. Ich werde jetzt noch ein paar Worte sagen über den Zugang zum achtfachen Pfad und dann die acht Pfadglieder im Detail beschreiben. Der Zugang ist zunächst mal spannend, weil Buddha ist ein Lehrer, der lehrt Freiheit, Befreiung, Erleuchtung, das ist das Ziel seiner Lehre, das ist das, was er lehrt. Und da bin ich doch zunächst mal gespannt und neugierig, was dieser Mensch mir zu sagen hat, wie ich dorthin komme. Immerhin ist er der Lehrer, er lehrt Freiheit. Und der Buddhismus ist bekannt dafür, dass er Eigenverantwortung und Handlungskompetenz betont. Und das heißt,
wenn er mir etwas sagt darüber, wie ich die Freiheit erlange, erwarte ich auch, dass es etwas ist, was ich direkt mich damit beschäftigen kann und wo ich darauf Einfluss haben kann. Deswegen spannend, und ich denke, als ich mich zunächst mit Buddhismus beschäftigt habe, habe ich wahrscheinlich so etwas erwartet wie in dem Buch von Timothy Ferris, also vielleicht 8 Tipps, wie werde ich frei, oder? Und so ein wenig zum Abhäkeln. Und dann, als ich dann diese 8 Tipps zuerst gelesen habe, diesen achtfachen Pfad zuerst gehört habe, dann trat eine gewisse Ernüchterung ein bei mir. Ich habe gedacht, ist es das wirklich? Und ich habe etwas daran gezweifelt, dass die Umsetzung dieser 8 Pfadglieder mich frei machen würde. Und ich habe mir überlegt, warum das wohl so ist. Wieso war ich da vielleicht auch etwas enttäuscht von diesen 8 Pfadgliedern? Die Antwort, denke ich, ist, dass der achtfache Pfad, weil das ja eben gerade das Rezept Buddhas zum Erreichen der Freiheit ist, war für mich verknüpft mit einer Hoffnung auf Erleuchtung und Befreiung. Es ist ja wirklich etwas sehr Weitreichendes, das ich erwarte, was mir da erzählt wird, was ich erlangen kann. Und ich denke, dass da unterschwellig etwas mitschwingt, was gerade im Gegensatz zu dem steht, was Fred uns vorhin gesagt hat. Und zwar genau, dass es eben dass eine esoterische Erwartung da ist. Du hast gesagt, es geht nicht um Esoterik, aber ich denke, dass gerade meine Erwartungshaltung und vielleicht auch die Erwartungshaltung vieler von euch auch ist, dass gerade eine esoterische Anleitung kommt und nicht eine praxisrelevante. Ich finde, ja, ich denke, es kann sein, man erwartet, ja, es geht um Visionssuche allein in der Wüste oder so etwas. Aber rechte Reden, rechtes Bemühen, das haben mir schon meine Eltern gesagt. Das will ich nicht nochmal vom Buddha hören. Und ein gutes Beispiel für diese Haltung und die daraus folgende Enttäuschung ist, also du hast vorhin schon diese Geschichte erzählt, es ist wirklich eine Parallele, aber das illustriert das sehr schön. Der amerikanische Lehrer Ram Dass erzählt, dass er seinen Guru, den Nimkaroli Baba, gefragt hätte, was muss ich tun, um erleuchtet zu werden? Und der Nimkaroli hat ihm gesagt, du musst den Leuten dienen und du musst den Leuten zu essen geben. Nun, Ram Dass war Amerikaner, der Nim Karoli hat nur Hindi gesprochen, das geschah mit Übersetzung, und Ram Dass hat gesagt, klar, Übersetzungsfehler, muss nochmal umformulieren, nachhaken. Was muss ich tun, um erleuchtet zu werden? Erleuchtet. Karoli hat bestätigt, gib den Leuten zu essen und diene den Leuten. Und Ram Dass sagt dann, es hätte sehr lange gedauert, bis er gecheckt hat, dass es wirklich wahr war, was ihm sein Lehrer gesagt hat. Er ist einfach zu dieser Zeit hat er das unverständlich gefunden. Und ich denke, dass dort etwas sehr Ähnliches dahinter ist. Ich erwarte etwas Magisches, ich erwarte etwas Mystisches, eben etwas Esoterisches, was nicht einfach so zugänglich ist. Und ich erhalte etwas, was scheinbar sehr banale und auf jeden Fall sehr praktische Alltagsanleitungen sind. Und das ist, denke ich, für mich auch, war das im ersten Moment eine Enttäuschung. Ich sehe es jetzt auch als eine Befreiung an, weil diese Tatsache heißt auch, man kann sofort damit anfangen. Ich muss nicht noch zuerst in den Himalaya gehen und einen Guru suchen oder im mindesten Fall wenigstens ein Ticket nach Baden-Baden kaufen und dort ein paar Tage verbringen, um jemanden zu finden, der mir sagt, was es ist. Ich habe einfach eine Liste und kann einfach sofort loslegen. Ich muss auch nicht in die Wüste fasten gehen oder irgend so etwas. Nun, bevor ich mit der Detailbeschreibung der 8
Pfadglieder anfange, möchte ich noch ein mögliches Hindernis ausräumen. Neben dem, was ich gesagt habe, dass es so nach Elternratschläge tönt. Und das ist der Begriff Recht. In der deutschen Übersetzung fängt jedes der 8 Pfadglieder mit Recht an. Rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechte Tat, rechter Lebensunterhalt, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung. Recht klingt doch abschreckend. Recht klingt nach du sollst oder nach einer Vorschrift, richtig und falsch. Und da ist das Häufchen mit dem richtig und da ist das mit dem falsch. Recht ist in dem Sinne eine nicht optimale Übersetzung des Begriffs Samma auf Pali. Es ist einfacher, wenn man sich vorstellt, dass das, was mit Recht übersetzt wird, heißt, oder darauf verweist, das ist etwas, was zu vervollkommnen ist, was zu üben ist, was zu trainieren ist, oder zur, man könnte auch sagen, zur Reife zu bringen ist. Also, wenn ich sage, rechte Rede, würde das heißen, ich arbeite an meinem sprachlichen Ausdruck, ich arbeite daran, was ich sage, wie ich etwas ausdrücke, wie ich rede. Ich betrachte mein Sprechen als ein spirituelles Übungsfeld, als ein Praxisfeld für meine spirituelle Entwicklung. Und dann ist es nicht so, dass ich sage, ja, da ist das Richtige, jetzt habe ich recht geredet und jetzt habe ich falsch geredet, sondern es ist einfach ein Feld, das ich beackere, wo ich übe. Nun, ich komme jetzt zu den Beschreibungen der einzelnen Pfadglieder. Wie gesagt, die Inhalte des Pfads sind rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechte Handlung, rechter Lebenserwerb, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Und die ersten 2 Pfadglieder beziehen sich auf den Bereich Weisheit. Das sind die Pfadglieder rechte Ansicht und rechte Absicht. Das erste Pfadglied, rechte Ansicht, heißt im engeren Sinne das Verständnis der 4 edlen Wahrheiten. Gleichzeitig ist es ja ein, als Teil des 8-fachen Pfads ist ein Teil der 4. Wahrheit. Es bildet in dem Sinne auch einen Kreis. Es heißt, die rechte Ansicht heißt, die 4 Wahrheiten verstehen, gleichzeitig ist es ein Teil der 4. Wahrheit. Rechte Ansicht heißt auch sehen, wie es sich wirklich verhält. Es heißt, keine irrigen Meinungen haben. Es heißt, also wenn ich zum Beispiel die Ansicht habe, alles ist vorbestimmt, dann wäre das eine Ansicht, die nicht hilfreich ist auf dem Weg. Oder wenn ich die Ansicht habe, der Mensch ist eine Maschine, die noch nicht ganz verstanden worden ist, dann ist das auch eine Ansicht, die nicht hilfreich ist auf dem Weg. Weltbilder und Glaubenssätze in diesem Sinne können unter Ansicht zusammengefasst werden und rechte Ansicht wäre dann eben eine Ansicht, die kongruent ist zu den 4 edlen Wahrheiten. Und rechte Ansicht ist im Sinne von Weisheit natürlich auch erst möglich, wenn eine gewisse Einsicht schon da ist. Also auch da wieder Voraussetzung und Resultat zugleich. Der Buddha sagt in der Samyutta Nikaya, dass Unwissenheit ein zentrales Element ist, welches zu ungeschickten Handlungen führt. Unwissenheit führt zu falscher Ansicht und falsche Ansicht resultiert darin, dass die übrigen 7 Pfadglieder ebenfalls falsch gesehen oder falsch umgesetzt werden und dass wir uns in diesen Bereichen falsch verhalten. Umgekehrt eben ist richtige Ansicht das, was dazu verhilft, dass die 7 anderen Glieder ebenfalls richtig gesehen werden. Was ich
auch unterstützend finde, ist die englische Übersetzung rechter Ansicht, heißt es Right Understanding, also ein rechtes Verständnis oder rechtes Verstehen. Ein rechtes Verstehen basiert zuerst mal auf Reden Buddhas, also der Theorie kann man sagen, dann in zweiter Linie auf Meditationserfahrungen und letztendlich auf Erleuchtung oder Erwachen. Das ist das Ultimative an rechter Ansicht. Das zweite Pfadglied, die rechte Absicht, ist ein sehr zentraler Bereich im Buddhismus. Die Absicht, die Motivation ist ein Element in der Lehre Buddhas, welches größeres Gewicht hat, würde ich behaupten, als in anderen Religionen. Es ist so entscheidend, weil an die Absicht oder die Motivation viel mehr geknüpft ist als, sagen wir, an das Resultat. Also bei einer Handlung ist ganz entscheidend, welche Absicht ich damit verknüpfe, welche Motivation dahinter ist. Das ist wichtiger als das Resultat. Wir kennen das bei uns auch in der Rechtsprechung. Es gibt mildernde Umstände. Ein Tatresultat wird mildernd beurteilt, falls es eben mildernde Umstände gibt. Im Buddhismus ist es viel radikaler. Es hängt alles eigentlich an der Motivation und an der Absicht. Rechte Absicht ist im engen Sinne der Lehre der Entschluss, sich frei machen zu wollen von sinnlichem Verlangen, von Übelwollen und von schädigendem Verhalten. Man sagt, Buddha hätte beim Üben auf die Erleuchtung hin, beim Praktizieren, seine Gedanken in zwei Kategorien eingeteilt: Gedanken des Verlangens, des Übelwollens und des Schädigens oder eben Gedanken des Entsagens, des guten Willens und der Nichtschädigung. Erster Typ von Gedanken hat er abgestellt und zweiter Typ hat er gestärkt. Und diese Haltung Buddhas, denke ich, steht in einem Widerspruch zu vielem Handeln in der Welt, das wir sehen. Viel Handeln ist geprägt vom Verlangen, Übelwollen oder Schädigungswünschen. Entsagung ist ein etwas weltfremdes Wort heute. Es wirkt auch unvertraut. Wir brauchen das selten in unserer Alltagssprache. Und das ist wirklich auch Handeln in Gedanken oder in Worten oder in Taten, nicht nur in Taten. Jedes Handeln ist mit einer Absicht verbunden. Und wir merken das nicht immer, weil es häufig sehr schnell geht, wir nicht sehr achtsam sind. Aber auch bei sehr banalen Handlungen ist eine Absicht dahinter. Und die Qualität der Handlung, würde Buddha sagen, hängt von der Absicht ab und eben nicht vom Resultat der Handlung. Eine klassische Illustration dafür ist das Beispiel eines vollständig erleuchteten Mönchs, eines Arahants, der blind war. Dieser Erleuchtete ist nach dem Regen nach draußen gegangen und hat dort Gehmeditation gemacht. Und dabei waren viele Insekten auf seinem Gehmeditationspfad und er hat viele von diesen Insekten, Ameisen, denke ich, hat er getötet, weil er einfach über sie hinweg spaziert ist. Und ein paar Mönche haben das gesehen und wie das so ist, sind die Mönche zum Buddha gegangen, haben gesagt: Hallo Buddha, wir haben etwas gesehen. Dieser Mann ist doch ein vollständig Erleuchteter. Wir haben gesehen, er hat da viele Ameisen getötet, als er Gehmeditation gemacht hat. Wie ist denn das möglich? Es heißt doch, wenn man vollständig erleuchtet ist, kann man keinem Wesen mehr Schaden zufügen. Und der Buddha hat ihnen erklärt, dass gerade so, wie sie das nicht direkt gesehen haben, sondern nur nachher, hat auch dieser Mann das nicht selbst gesehen. Er wusste es gar nicht, dass dort Ameisen sind und die er dann getötet hat. Und weil eben diese Absicht nicht da war, zu töten, war das eben möglich, dass es
gleichzeitig vollständig erleuchtet war und aber auch diese Tiere getötet hat. Die rechte Absicht heißt auch immer, dass Liebe und Mitgefühl und Gewaltlosigkeit prägend sind für unsere Handlungen und eben Handlungen im Wort, Geist und Tat. Das waren die zwei Pfadglieder des Weisheits- oder Einsichtsbereichs. Ich komme jetzt zu den drei Pfadgliedern des ethischen Bereichs. Also der dritte, vierte und fünfte Pfadglied, das ist rechte Rede, rechte Tat und rechter Lebenserwerb. Das dritte Pfadglied, rechte Rede, heißt nicht lügen, nichts sagen, was entzweiend wirkt, nicht herablassend oder grob reden und nicht nutzlos schwatzen. Rechte Rede ist auch verlässlich. Rechte Rede heißt nichts sagen, was Leute gegeneinander aufbringt, sondern im Gegenteil Sachen sagen, welche die Eintracht fördern, Sachen sagen, welche den Zusammenhalt fördern. Es heißt Worte reden, die dem Ohr behagen, Sachen voll Zuneigung, Sachen, die ins Herz gehen, Sachen, die höflich sind und jedem oder jeder angenehm erscheinen. Ein Punkt ist auch das Reden zur rechten Zeit, also zu wissen, wann man etwas sagt und zu sagen, was tatsächlich ist, also über Fakten reden und reden darüber, was mit der Lehre Buddhas übereinstimmt. Das heißt auch, Worte reden, die es wert sind, erinnert zu werden, Worte, die vernünftig sind und Worte, die verbunden sind mit dem Ziel der Freiheit, mit Nibbana. Rechte Rede heißt, keine Lüge zu sagen, weder zum eigenen Nutzen noch zum Nutzen anderer. Das könnte man ja noch als irgendwie moralisch gerechtfertigt ansehen, dass ich jemandem helfen will, indem ich sie oder ihn in Schutz nehme durch eine Lüge. Aber das ist auch nicht rechte Rede. Rechte Rede ist in meiner Sicht ein harter Brocken, ist etwas, was ich sehr viel darüber nachdenke, auch ob ich jetzt rechte Rede gemacht habe. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich sehr schnell etwas sage und nachher denke, ja, das war vielleicht nicht gerade so geschickt und sicher nicht ganz recht. Und es hat für mich damit zu tun, dass das Reden Funktionen erfüllt, die eben über das hinausgehen, was ich gerade erwähnt habe. Also es ist, wir reden manchmal, um uns beliebt zu machen. Wir reden aus Angst vor der Stille. Wir reden, um unangenehme Gefühle zu überdecken. Oder zum Teil auch auf Kosten anderer, um mich selbst sicherer zu fühlen. Es gibt viele Gründe. Und man kann in dem Bereich der rechten Rede auch etwas einschließen, worauf der amerikanische Mönch Bhikkhu Bodhi hinweist. Und er sagt, in der heutigen Zeit gehört für ihn zur rechten Rede auch den Schutz vor dem ewigen Geschwätz der Medien dazu. Wir sind heute endlosen Strömen von Informationen ausgesetzt und das Leben der Promis der Welt verursacht ein medialer Wirbel, der uns den Kopf füllt. Und ich denke, es ist auch eine gute Übung zu sehen, was es macht, wenn ich Klatsch lese oder wenn ich Klatsch weiterleite zum Beispiel. Und ich finde es eine gute Idee, das auch einzuschließen in den Bereich der rechten Rede. Rechte Rede ist wirklich ein großes Thema und etwas, wo man wirklich sofort anfangen kann, damit zu üben. Der vierte Teil des achtfachen Pfades ist rechte Tat. Rechte Tat kann kurz umschrieben werden als nicht schädigendes Verhalten. Darunter fallen nicht töten, nicht stehlen, kein schädigendes sexuelles Verhalten, konkret noch kein sexuelles Verhalten zu Personen, die unter dem Schutz von Eltern oder Verwandten stehen, oder keine sexuellen Beziehungen zu Personen, die in Partnerschaften sind.
Töten, also das Nicht-Töten, denke ich, ist für uns klar, solange es um Menschen geht, wo wir da schon etwas mehr Verhandlungsbereitschaft zeigen, ist, wenn es zum Beispiel um Mücken oder Bremsen geht. Aber das rechte Töten betrifft einfach Töten, ob es nun groß oder klein ist, das Lebewesen, und ob es uns angenehm oder lästig ist, spielt keine Rolle. Rechte Tat in Bezug auf Stehlen, denke ich auch, ist ein Bereich, der etwas schwammig ist. Es ist für uns, denke ich, immer klar, dass Stehlen verwerflich ist, wenn es von Freunden geschieht. Aber Stehlen im Supermarkt kann noch so irgendwie, das ist gesellschaftlich nicht völlig verpönt und ist aber auch ganz klar darin enthalten. Also Buddhas Worte sind, was nicht gegeben wurde, ist im Prinzip gestohlen. Also, und da ist inbegriffen Schwindel oder Betrug. Und die Richtschnur hier ist für mich auch das Entscheidende, ist, welche Haltung ist hinter der Tat. Also es ist wiederum ein Verweis auf die Wichtigkeit der Motivation, der Absicht. Das fünfte Pfadglied, rechter Lebenserwerb. Rechter Lebenserwerb ist legal, ein legaler Lebenserwerb, ein friedfertiger Lebenserwerb, eine Art, mein Leben zu verdienen, das ohne Gewalt und Zwang ist, das ehrlich ist und ohne Betrug und so, dass nicht andere unter meinem Lebenserwerb leiden. Traditionell werden fünf Tätigkeiten explizit genannt, die nicht zu rechtem Lebenserwerb gehören. Erstens Geschäfte mit Waffen, zweitens Geschäfte mit Lebewesen, insbesondere hier Tiere für die Schlacht aufzüchten oder Sklavenhandel und Prostitution. Das sind alles Sachen, die heute noch sehr aktuell sind. Drittens Fleischproduktion und Metzgerei. Viertens Geschäfte mit Gift und fünftens Geschäfte mit Rauschmitteln. Wenn man diese Liste von fünf Tätigkeiten hört, ist es auch klar, in welche Richtung es geht. Das sind alles Sachen, die vielleicht eben mittelbar zu Leiden führen, nicht unmittelbar. Ich kann ja sagen, ich habe eine Schnapshandlung und ich bin einfach ein Handelsmann und ich verkaufe guten Schnaps, sehr guten Schnaps, aber mittelbar ist das etwas, das zu viel Leiden führen kann und deshalb wird es explizit auch genannt. Buddha hat die Betonung auf diese ethische Grundhaltung gelegt. Es ist immer wieder klar in den Reden von Buddhas, dass es sehr wichtig ist, was wir für eine ethische Grundhaltung haben. Und er sagt auch in der Samyutta Nikaya, dass das rechte Leben, die ethische Basis quasi im Leben zuerst kommt und die rechte Ansicht und erst danach die Übung der vier Grundlagen der Achtsamkeit, also eigentlich die meditative Praxis. Und das ist etwas, was uns nicht immer so verständlich ist, weil viele von uns zuerst zur meditativen Praxis gekommen sind und erst danach uns damit auseinandergesetzt haben, was im ethischen Bereich gefordert ist und was dort empfohlen ist. Das heißt auch, man kann sagen, die Meditation baut auf dem Verhalten auf. Ich habe jetzt die zwei Pfadglieder des Weisheitsbereichs, rechte Ansicht und rechte Absicht genannt und die drei des ethischen Bereichs, rechte Rede, rechte Tat und rechter Lebensunterhalt. Und ich komme jetzt noch zum Bereich Sammlung oder in diesem Kontext Meditation oder meditative Praxis. Das sind die drei Pfadglieder rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Das sechste Pfadglied, rechtes Bemühen, hier werden vier Arten des Bemühens genannt, die rechtes Bemühen sind.
Das ist das Entstehen unheilsamer Zustände zu verhindern. Oder zweitens das Aufgeben bereits entstandener unheilsamer Zustände. Drittens das Fördern noch nicht entstandener heilsamer Zustände. Oder viertens das Erhalten und Vervollkommnen bereits entstandener heilsamer Zustände. Rechtes Bemühen ist auch darum wichtig, weil ich, wie ich das im Eingangs schon gesagt habe, der Buddhismus Gewicht auf Selbstverantwortung legt. Es gibt keine Befreiung durch göttliche Gnade. Man kann sich auch nicht frei kaufen. Reichtum ist in dem Sinn auch keine Hilfe, sondern ich muss etwas dafür tun, wenn ich frei werden will. Und das ist logischerweise ohne Bemühen nicht möglich. Ich kann mir auch die Frage stellen, was will ich? Worin investiere ich? Was ist für mich wichtig? Was ist für mich zentral? Wenn ich sehe, dass mir das Dhamma, die Lehre Buddhas, wichtig ist, investiere ich auch darin? Setze ich das um? Wie sieht das in meinem Leben aus? Es ist wichtig, zwei Begriffe, denke ich, hier sind Beharrlichkeit und Entschlossenheit, die helfen und das rechte Bemühen fördern. Das siebte Pfadglied, rechte Achtsamkeit, das ist wie das zweite, die rechte Absicht, ist das ein sehr zentraler Teil der Lehre Buddhas. Die rechte Achtsamkeit wird traditionellerweise verstanden als die Achtsamkeit auf die vier Grundlagen. Und die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind die Achtsamkeit auf den Körper, zweitens die Achtsamkeit auf angenehme, unangenehme oder neutrale Gefühle, drittens die Achtsamkeit auf Geist und Emotionen und viertens die Achtsamkeit auf geistige Inhalte und Phänomene. Die Achtsamkeit auf den Körper umfasst zentral auch die Achtsamkeit auf die Atmung, also zu wissen, wie man atmet, sich bewusst sein, wenn man atmet, wie man atmet, ob man lang atmet oder kurz, ob man am Einatmen ist oder am Ausatmen oder beim Bewegen des Körpers, zu wissen, wie man ihn bewegt, wissen, dass man ihn bewegt, kurz zu wissen, was man macht, währenddem man es macht. In Bezug auf die Gefühle oder die Gefühlstönung, zu wissen, ob und wann angenehme, unangenehme oder neutrale Gefühle da sind, auch zu wissen, wann sie nicht da sind. In Bezug auf den Geist, zu wissen, welche Emotionen und Geistesregungen da sind, währenddem sie da sind. Also präsent zu sein und zu wissen, ob der Geist vernebelt ist, ob er konzentriert oder zerstreut ist. Es ist, glaube ich, wichtig, wirklich auch zu sehen, dass es nicht nur darum geht, zu sehen, was hier ist, und auch zu sehen, was nicht hier ist. Die Präsenz hat nicht nur darauf zu richten, was ich hier wahrnehme, was ich jetzt erfahre, sondern genau zu sehen, was ich eben auch nicht erfahre. Die Müdigkeit ist weg. Ich bin nicht müde. Man kann sagen, es geht wirklich um Präsenz. Und der Körper ist eine gute Hilfe. Der Buddha hat gesagt, alles, was es zur Befreiung braucht, kann innerhalb dieses Körpers gewusst werden. Und die Achtsamkeit ist da eine Voraussetzung. Ein Hindernis für die Achtsamkeit ist das Proliferieren des Geistes. Jedes beobachtete Objekt, jede Empfindung kann der Ausgangspunkt sein für eine Gedankenkette, für Erinnerungen, für Pläne. Und ich kann in einem Moment mit der Aufmerksamkeit beim Atem sein und 10 Minuten später finde ich mich in Alaska wieder und ich weiß keine Ahnung mehr, wie ich nach Alaska gekommen bin. Und das Training, die meditative Praxis, besteht darin, immer wieder zu diesem aktuellen Moment, zur aktuellen Empfindung oder zur aktuellen Stimmung zurückzukommen, zu dem, was gerade ist. Und eben auch zu sehen, was gerade nicht ist oder was bereits vergangen ist. Der letzte Punkt im achtfachen Pfad, das letzte Pfadglied, ist die rechte Sammlung.
Von den 8 Pfadgliedern kann man sagen, neben der rechten Achtsamkeit, aber hat das bestimmt den direktesten Bezug zur Meditationspraxis, und man könnte auch sagen, es ist das einzige Pfadglied, was nicht eins zu eins alltagskompatibel ist. Rechte Sammlung im engeren Sinne heißt nämlich die Pflege der Sammlungsmeditation mit dem Ziel der Versenkungszustände, der Jhanas. Das heißt, nach dem Überwinden der 5 Hindernisse, die ihr sicher alle schon zur Genüge kennt, die Schläfrigkeit, Aufgeregtheit, Sinnen, Verlangen, Ärger und Zweifel, die ja kommen und gehen, nach dem Überwinden dieser 5 Hindernisse, mit der Achtsamkeit, auf die 4 Grundlagen der Achtsamkeit zu fokussieren und dadurch nachher die Sammlung zu verstärken und diese Versenkungszustände zu erreichen. Im Majjhima Nikaya heißt es auch, die rechte Sammlung ist ein Rückzug von Sinnlichkeit und von ungeschickten geistigen Qualitäten. Und damit wird die Einspitzigkeit des Geistes geübt, das heißt das Fokussieren der Achtsamkeit auf ein Objekt. Mit dem Fokussieren der Achtsamkeit auf ein Objekt kehrt eine zunehmende Ruhe ein. Ich möchte hier kurz auch darauf hinweisen, dass das auch wichtig ist, wenn wir jetzt von meditativer Praxis reden. Ich rede hier also von Sammlungsmeditation. Es gibt 2 Hauptmeditationsrichtungen, die Sammlungsmeditation und die Einsichtsmeditation oder Vipassana. Und die rechte Sammlung dreht sich eben um die Sammlungsmeditation. Sicher hilft Vipassana auch zur Sammlung, aber hier geht es wirklich um die Sammlungsmeditation oder Samatha. Die Meditation ist wichtig, denke ich, und es ist nicht zufällig, dass es auch wenn es keine Abfolge ist, dass rechte Sammlung hier an 8. Stelle steht. Das waren jetzt also noch der Bereich der meditativen Praxis. Als Abschluss des 8-fachen Pfades mit den 3 Gliedern rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Ich komme zu einer Zusammenfassung und zum Schluss. Was heißt es eigentlich, kurz gesagt, den 8-fachen Pfad zu gehen? Eine alternative Kurzform ist, was die Buddhas über ihre Praxis sagen, über ihren Weg sagen. Der Weg ist, das Ungute zu vermeiden, das Gute zu pflegen und den Geist zu reinigen. All diese 8 Übungsfelder laufen auf das hinaus, das Ungute zu vermeiden, das Gute zu pflegen und den Geist zu reinigen. Wir können das sehen vor dem Hintergrund einer ständigen Selbstkonditionierung. Die buddhistische Praxis geht auch darum, um die Bewusstheit dieses Prozesses. Wir sind immer dran, uns selbst zu konditionieren. Wie Fred das manchmal sagt, wir üben ständig, und das Üben kann bewusst oder unbewusst geschehen, und wir können das lenken oder nicht. Und der 8-fache Pfad ist eine Art Anleitung, diese ständige Übung, die wir betreiben, ob wir wollen oder nicht, zu lenken, in eine Richtung zu lenken, die ins Gute zielt. Und diese 8 Übungsfelder, oder man könnte auch sagen Aufmerksamkeitsfelder, sind eine Hilfe zu sehen, wo das sind einfach 8 wichtige Bereiche, die ich pflegen kann und beachten muss, um frei zu werden. Es geht nicht um Moral, es sind nicht 8 moralische Vorschriften, sondern es sind wirklich Übungs- und Praxisfelder. Es geht, ja, die 8. Der 8-fache Pfad zeigt Bereiche der Praxis auf, könnte man auch sagen. Rechte Ansicht und rechte Absicht dreht sich darum, was in meinem Geist passiert.
Rechte Rede, rechte Tat und rechter Lebenserwerb dreht sich darum, wie ich mich ausdrücke, meine Manifestation in der Welt. Rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung geht wieder um die geistige Haltung und um den Bezug zur Meditation. Es hat sehr viel mit Haltung und mit Motivation zu tun. Und ein guter Tipp, denke ich, ist das zwischendurch auch zurückzustehen und das Bild zu sehen der ganzen vier Wahrheiten. Und aus der Perspektive der vier edlen Wahrheiten als Ganzes zu fokussieren auf eines dieser acht Pfadglieder. Also was heißt rechte Rede im Kontext der ganzen vier Wahrheiten? Das Zurückstehen soll für mich, heißt für mich auch zu sehen, um was geht es eigentlich? Und ganz klar, die dritte edle Wahrheit formuliert es, das Ziel der buddhistischen Praxis ist die Freiheit, ist Nibbana. Und vor diesem Ziel kann ich jedes einzelne der acht Pfadglieder betrachten. Unser Ziel ist es, nicht gute Meditierende zu werden, gute Buddhistinnen oder gute Buddhistinnen zu werden, sondern unser Ziel ist es, frei zu werden. Ich wiederhole zum Schluss nochmal die acht Pfadglieder, wie sie klassisch betrachtet werden, rechte Ansicht, zu sehen, wie es ist, die vier Wahrheiten zu verstehen, rechte Absicht, die Pflege einer wohlwollenden und liebenden Haltung, eine gute Motivation, rechte Rede, das den Verzicht auf böse, nutzlose und herablassende Rede und die Pflege der eigenen Rede, rechte Tat, Handlungen, die andere nicht schädigen. Und das Gleiche gilt für rechter Lebenserwerb, Lebensunterhalt so verdienen, dass daraus für andere kein Leiden entsteht. Rechtes Bemühen, die Pflege des Heilsamen, rechte Achtsamkeit, das Bewusstsein dessen, was ich mache, währenddem ich es mache, zu wissen, was in Körper, Gefühlen und Geist vor sich geht, und rechte Sammlung, das Üben der Sammlungsmeditation. Der Weg zur Freiheit führt über den Alltag. Er führt über unsere Arbeit, unsere Partnerschaften, unsere Familien, unsere Freizeit. Der Alltag ist ein großes Handlungsfeld und der achtfache Pfad fängt im Alltag an und hört im Alltag auf. Es gibt nur wenig, das sich total um die Meditation dreht. Das Übungsfeld mit diesen acht Teilen zeigt uns vier Felder, die wir beackern können, wo wir säen, wo wir düngen, wo wir jäten und wo wir ernten. Und mein Wunsch zum Schluss ist, dass wir alle gute Landwirtinnen und gute Landwirte werden und dass wir unsere achtfachen Felder gut bewirtschaften und eine reiche Ernte einfahren. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Let's sit for a moment.